Liebe Camperfreaks-Community, so, ich muss heute eine große, große Ankündigung machen, was diesen Kanal betrifft, sowohl auf YouTube als auch auf Instagram und ein wenig TikTok, den ich etwas vernachlässigt habe, aber da komme ich noch zu. Wir wollen in Zukunft nicht nur über Günni berichten oder natürlich über Elvis, also Günni, müsst ihr ja mittlerweile wissen, oder für die neuen dazugekommenen Abonnenten, Günni ist unser Wohnmobil und Elvis ist unser ATV, Schrägstrich, umgangssprachlich Quad, was es aber nicht ist, was ein ATV ist halt ein bisschen mehr fürs Gelände und ein Quad ist mehr was für die Straße und sieht auch ein bisschen anders aus, also so viel in aller Kürze, was die Unterschiede sind zwischen einem ATV und einem Quad. So, was wird sich ändern in der Camperfreaks-Welt? Also, wir wollen mehr zeigen, mehr von uns zeigen, also vielleicht mehr Vlogs, mehr von unserem Alltag zum einen, aber auch von unseren Interessen. Dazu zählen natürlich, habt ihr sicherlich mitgekriegt, Uhren, dazu zählen Bücher, dazu zählen aber auch Gadgets, Technik, Kameras, GoPro natürlich ganz weit oben, angesiedelt sogar Lego, BMX, E-Bikes, Super 73, unsere Haus- und Hofmarke, die natürlich auch, die steht auch ganz weit oben im Kurs. Ja, und alles, was wir so lieben und wo wir auch denken, das ist für euch auch ein Mehrwert. Also wir werden auch viele Produkte testen in naher Zukunft oder euch Dinge vorstellen, die wir auch schon im Einsatz haben. Also eigentlich alles, was uns so interessiert und wo wir meinen, das könnte auch für euch interessant sein, weil wie gesagt, Mehrwert ist ganz wichtig und den wollen wir auch liefern. Aber natürlich soll der Spaß auch nicht auf der Strecke bleiben. Das heißt also, Vlogging ist auch ein Riesenthema, weil es gibt so viele lustige Alltagssituationen bei uns beiden. Da ärgern wir uns immer und sagen, ja, wieso haben wir das jetzt nicht auf Bild und Ton? Das ist witzig. Das solltet ihr auch mitkriegen. Da haben wir auch keine Hemmungen, euch das zu zeigen, wie wir auch sind. Obwohl, das tun wir, weil wir filmen hier alles frei Schnauze. Heißt also, es gibt kein Drehbuch. Ich weiß nicht, ob ich das in Zukunft, natürlich bei Produkttests und so weiter, muss man sich erstmal einlesen, auch wenn man es selber schon benutzt hat. Einige Key Facts werde ich euch dann liefern, natürlich. Das schon, aber alles andere möchten wir eigentlich so beibehalten und einfach wir selbst sein. Und nicht irgendwie irgendwo was von einem Teleprompter oder so ablesen. Das jetzt nicht. Natürlich grob irgendwo die Richtung schon. Dass wir uns da nicht ständig, ich wiederhole mich halt ständig gerne und viel. Deswegen sorry einmal dazu, aber ich bin halt kein Vollprofi. Aber ich werde so langsam, merke ich, bei jedem Video, Step by Step, werde ich auch immer besser. Und ja, das ist jetzt die große Ankündigung für euch in Zukunft. Es geht hier nicht nur um Camping, sondern es geht um alles, um Vlogging, um Dinge, die uns interessieren. Ich hoffe, wir bleiben in Kontakt. Ihr abonniert uns kräftig weiter, empfehlt uns kräftig weiter. Schreibt doch was in die Kommentare, wie euch ja, das neue Camper Freaks, sage ich mal, Universum in der Richtung, die wir jetzt einschlagen, gefällt. Ja, like das Video. Ja, schreibt was in die Kommentare. Sonst gibt es nichts. Sonst freut euch auf die Videos. Es wird viel, viel mehr Content geben als früher. Regelmäßiger und ja, wir freuen uns auf euer Feedback. Danke.